Hallo ihr Lieben, gebackene Bohnen hatten wir beim letzten Mal. Ich will jetzt mal ein kleines Gericht verraten, was auch sehr beliebt ist und einfach zubereitet werden kann. Und zwar ist das ein Toast mit gebackenen Bohnen. Dazu buttere ich mit gesalzener Butter die Toastbrotscheiben. Die kommen in einen Sandwich-Toaster. Sandwich-Toaster ist auch ein Gerät, was in vielen Haushalten vorhanden ist. Der eine oder andere wird es in der Küchenschublade oder im Küchenschrank versteckt haben, weil man keine tollen Rezepte hat. Eins von diesen Rezepten, was man wirklich mal probieren sollte, verrate ich euch jetzt. Auf die gebutterten Toastbrotscheiben kommen jetzt unsere gebackenen Bohnen. Die gebackenen Bohnen sind kalt, das ist egal, weil die werden gleich heiß im Sandwich-Toaster. So, etwas Käse kommt noch oben drauf. Ich nehme gern geriebenen Emmentaler. Der schmeckt sehr würzig, passt auch zum Gericht und wird uns gleich große Freude machen. So. Die oberen Scheiben müssen natürlich auch gebuttert werden. Nicht so viele, wird zu fettig. Aber gesalzene Butter gehört einfach dazu. So, wir werden gleich das Ergebnis sehen, denn es dauert nicht sehr lange. Und dann ist dieser schnelle, aber köstliche Snack fertig. So, zu damit. Und warten. So, die Lampe ist aus und die Toast sind fertig, mein Lieber. Schön in der Mitte geteilt. Oh, oh. Herrlich heiß. So. Zweite, kommt so raus. Ah, jau, das duftet. Und ich denke, das wird mir auch gleich ganz hervorragend schmecken. Was dazu noch fehlt, ist ein schönes dunkles Bier und dieses Bier werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr sowas mal nachkocht. Geht natürlich auch mit Bohnen aus der Dose. Die sind nicht ganz so lecker, aber es ist ein kleiner und schnell gemachter Snack, der euch sicherlich Freude bereiten wird. Zum Wohl und eine schöne Zeit.